Hallo, ich bin Jamie Green und ich werde Ihnen heute eine Runde auf dem Nürburgring aufmalen und erklären. Wir fangen bei der Start-Ziellinie an, die wir im sechsten Gang überqueren. Das ist eine der schnellsten Stellen der Strecke. Dann geht es zur ersten Kurve. Hier haben wir eine gute Überholmöglichkeit. Sie wird im zweiten Gang gefahren. Jetzt kommen wir in die Mercedes-Benz Arena, eine sehr enge Kurve. Gerade nach dem Start sehr schwer zu fahren, wenn alle Autos noch dicht beisammen sind. In einer normalen Rennrunde geht es hier vor allem um das Bremsen bei sehr hoher Geschwindigkeit, und zwar so spät wie möglich. Die Gerade nach der ersten Kurve ist sehr kurz. Hier geht es mehr um die Eingangsgeschwindigkeit in die Kurve und weniger um den Kurvenausgang. Die Mercedes-Benz Arena ist eine lange Linkskurve, die sehr langsam im dritten Gang zu fahren ist, also immer eine Herausforderung. So, medium speed corner, but always quite challenging. Dann kommen wir zu einer langen Linkskurve, die sehr langsam ist. Hier ist es schwer, den richtigen Bremspunkt zu finden, weil man eine konstante Linkskurve fährt und man Gefahr läuft, dass das innere Rad blockiert. Jetzt kommen wir zu einer der schnelleren Kurven der Strecke, einer Linkskurve. Hier kann man auf der Innenseite die Curbs mitnehmen. Die folgende Rechtskurve führt auf die hintere Gerade. Nach der langen Geraden kommt dann wieder eine Rechtskurve, in der man mit etwas Glück den Windschatten des Vordermanns erwischen kann. Man landet auf der linken Seite und ist somit in einer guten Bremsposition für die Schikane. Ich würde sagen, dass diese Schikane hier neben der ersten Kurve die beste Überholmöglichkeit auf der gesamten Strecke darstellt. Man fährt die Schikane im zweiten Gang. Hier darf man nicht so über die Curbs fahren, da sie an dieser Stelle sehr hoch sind. Man muss allerdings versuchen, so nah wie möglich an die Curbs heranzufahren, ohne sie zu hart zu nehmen, da man sonst Gefahr läuft, das Auto zu beschädigen. Die letzte Kurve ist eine lange Rechtskurve. Beim Kurvenausgang ist es wichtig, eine hohe Geschwindigkeit zu haben, um auch auf der Geraden schnell zu sein. Und wenn man in der Kurve davor einem anderen Auto dicht folgt und den Kurvenausgang gut erwischt, hat man beim Bremspunkt am Ende der Geraden eine Chance zu überholen. Jetzt fehlt hier nur noch meine Unterschrift und ihr könnt meine Nürburgring-Zeichnung gewinnen, wenn ihr folgende Frage beantwortet. Wer hält am Nürburgring den Streckenrekord? A. Jamie Green, B. Matthias Ekström oder C. Gary Paffett? Viel Spaß! Gary Paffett. Good luck.